Jetzt zum Ende nochmal die Chance nutzen und euch etwas Neues vorstellen aus dem Hause Jensi. Die Händler eurer Wahl können das schon bestellen. Es ist schon vorrätig, nämlich so eine Art Zauberlampe. Das ist eigentlich eine normale Kopflampe mit allen Ausstattungen, die eine normale Kopflampe auch haben muss. Also Rotlicht, Warnblinksignal, normales Weißlicht, eine Fokussierung, um den Lichtkegel zu verkleinern oder zu vergrößern. Aber das Neue ist das hier. Ein Bewegungssensor in der Lampe. Ja, ich hebe nur die Hand und die Lampe geht an. Das ist doch genial zum Angeln. Zack. Brauche ich kein Licht, dann wuschel ich ein bisschen in meinem Tackle rum. Zack, 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 zack. Brauche Licht oder brauche kein Licht. Zack, an und aus. Funktioniert einwandfrei und spart sicherlich viel Batterie und ihr habt immer zwei freie Hände. Ist wieder an. Wieder aus. Ja, und wir haben hier den Fokussierungsring. Ihr könnt also den Lichtkegel vergrößern oder verkleinern. Eigentlich sehr praktisch. So, wenn ich den Modus, wenn der mich irgendwann nervt und ich möchte das nicht mehr, dann schalte ich den Modus aus und bediene die Lampe manuell. Zack. Dann haben wir hier das Rotlicht oder auch ein blinkendes Rotlicht oder auch ein normales helles Licht. Und das war's. Wunderbar. Wir haben aber noch was. Und zwar die Outdoor-Lampe, die neue von Jensi. Ist auch sehr schön mit Metallgehäuse. Auch die Ausstattung entsprechend mit Fokussierungsring, um den Lichtkegel zu verstellen. Anschalten machen wir hier. Zack. Ja, also das ist die Jensi Outdoor-Lampe. Wenn ich den Lichtkegel etwas heftiger brauche, dann ist das so. Mal wieder etwas größer und wir haben natürlich auch noch ein Blinksignal da. Ja, um eventuell Signale zu geben. Also wirklich ein tolles Ding. Kommt mit Karabiner und entsprechender Schlaufe zu euch. Ihr könnt die Lampe aber auch hier an dem Metallbügel hier einhängen. Also finde ich sehr gut. Einwandfrei. Ja, also ihr seht, das ist alles schön hell beleuchtet. Die Lampe kann was.